Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet. Ihr seht das World of Warcraft Buch schon aufgeschlagen hier stehen. Ja, es gibt ein neues Rezept. Die letzten, die ich getestet habe, waren ja wirklich sehr lecker. Da waren wir echt positiv überrascht. Und ja, umso gespannter bin ich jetzt auf dieses Rezept. Wir werden jetzt heute das Gewürzbrot aus Mulgur testen. Und ja, es soll lecker schmecken mit Marmelade oder Erdnussbutter oder einfach auch nur ein bisschen Butter obendrauf. Ja, und ja, ich bin wirklich gespannt. Wir brauchen dazu 1,5 Tassen warme Milch. Dann brauchen wir 2 Esslöffel braunen Zucker. 1 Teelöffel, nein, Quatsch, 2 Teelöffel Trockenhefe. Dann brauchen wir noch ein paar Gewürze. Wir brauchen je 1/2 Teelöffel gemahlenen Ingwer und Zimt. Und dann noch eine Prise Muskatnuss. Dazu noch 1 Teelöffel Salz. Dann brauchen wir 2 Esslöffel geschmolzene Butter. Und insgesamt 3 Tassen ganz normales Weizenmehl. Wollen wir mal schauen, ob es was wird. Zu Beginn brauchen wir eine Schüssel und einen Schneebesen oder etwas ähnliches, um das Ganze zu verrühren. Wir geben die Milch, die Hefe und den Zucker hier in die Schüssel, rühren das Ganze gut schaumig auf und lassen es dann so gute 5 Minuten stehen. Jetzt kommen die Gewürze dazu. Dann die Butter. Und dann, da wechsle ich jetzt mal auf den Kochlöffel. Nach und nach rühre ich jetzt das Mehl unter. So sieht der Teig jetzt aus. Ja, ihr habt gesehen, da ist noch eine ganze Menge Mehl reingekommen. Entweder ja, ist von der Übersetzung her zu viel Flüssigkeit drin oder zu wenig Mehl, aber ja, man kann das ja so ein bisschen ausbalancieren. Der Teig, der kommt jetzt in eine gefettete Schüssel, wird mit einem Küchentuch abgedeckt und kann dann erstmal eine Stunde schön in Ruhe aufgehen. Schauen wir mal in einem Stündchen rein, wie es denn aussieht. Bis nachher. Teig hat sich ungefähr verdoppelt vom Volumen. Ich habe mir jetzt hier ein Backblech hingestellt, schon mit Backpapier ausgelegt. Da packen wir jetzt den Teig drauf und geben dem so eine, ja, ovale Brotform. Und das decken wir jetzt auch wieder ab und lassen es nochmal 30 Minuten gehen. Und währenddessen kann der Backofen schon mal vorgeheizt werden auf 220 Grad. Bis gleich. Das Ganze sieht jetzt so aus.
Ich ritze das jetzt hier mal so ein bisschen ein. Und dann kommt das jetzt in den vorgeheizten Backofen für ungefähr 25 Minuten. Ich bin gespannt. So sieht das Gewürzbrot aus Mulgur aus, nachdem es 25 Minuten im Ofen gebacken hat. Ja, nicht sehr dick, ist so ein ja, kleines Brot. Aber ich finde, das sieht wirklich ziemlich gut aus. Wenn es abgekühlt ist, werde ich es mal anschneiden. Ich nehme euch natürlich mit und dann bin ich echt gespannt, wie es schmeckt. Bis nachher. So ihr Lieben, es ist ein bisschen abgekühlt. Ihr seht, das ist ein recht helles Brot. Ich meine, ist ja auch Weizenmehl. Ich probiere jetzt mal. Geschmacklich hat das ein bisschen was von einem Stuten, so ein Milchbrötchen. Ich finde das echt irre lecker. Mit einem süßen Aufstrich, Honig oder Marmelade ist das, ja, echt der Hammer. Mega lecker. Daumen hoch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Probiert das auf jeden Fall mal aus. Also ich bin gerade echt ultra begeistert. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein und habt noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.